Liebe Geschwister, Allah Ta'ala sagt im Koran, O ihr Gläubigen, diejenigen, die den Iman, die Überzeugung verinnerlicht habt, habt Ehrfurcht vor Allah, so wie es ihm gebührt, und sterbt nicht anders, denn als ihm Ergebene. Sterbt nicht anders, denn als ihm Ergebene. Komisch, dass jeder in seinem Falle seine eigene Meinung preist, wenn Islam Gott Ergebenheit heißt, so leben und sterben im Islam wir alle, sagte der Sohn der Stadt, Johann Wolfgang von Goethe. Liebe Geschwister, eine Begebenheit, die sich abspielte in Isas Gegenwart, Jesus, alaihi salam, der Gottgesandte. Er wurde gefragt, wie bist du fähig, über das Wasser zu laufen? Und er sagte, durch Yaqin, durch die Gewissheit. Und seine Sahabis, seine Jünger, sie hörten dies und einer von ihnen sagte, wir haben auch Gewissheit, aber wir können nicht über das Wasser laufen. Also, woran liegt's wirklich? Oder was ist dein Geheimnis? Und Isa alaihi salam, er fragte sie, sind in euren Augen Gold und Gestein gleich? Und sie sagten, aber nein. Ja, mit dem einen bist du reich und fähig in der Erde und mit dem anderen hast du nichts. Es ist nur Gestein. Und Isa alaihi salam, er sagte, in meinen Augen schon. In meinen Augen gibt es keinen Unterschied zwischen Gold und Gestein. Liebe Geschwister, Allah Ta'ala ist es, der dem Geschaffenen seine Eigenschaften verleiht. Und derjenige, der außerhalb der Gebote Gottes seine Glückseligkeit sucht, im Materiellen, ob es nun Gold ist oder Gestein ist, Allah wird nicht mit ihm zufrieden sein. Und er wird so auch nicht glücklich werden können. Aber wer bereit ist, in der Welt unbequeme Entscheidungen zu treffen, die unbequem sind. Ich habe gerade vor weniger als 14 Stunden eine E-Mail beantwortet. Eine Person, die damals geklaut hat und die dies jetzt bereut. Was soll sie jetzt mit dem Geld machen? Sie ist bereit, es zurückzugeben. Und die Antwort ist, du musst das Geld zurückgeben. Und Allah Ta'ala, er verzeiht dir darauf aufbauend auch die Sünde, die du gegenüber seinem Gesetz begangen hast. Aber du musst die Rechte der Menschen wiederherstellen. Unbequem. Es war schon eine Portion Geld. Aber dadurch kommt man zur Glückseligkeit, weil Allah mit einem zufrieden ist. Sind für uns Gold und Gestein gleich, liebe Geschwister? Und wenn sie für uns gleich werden, versucht bitte nicht über das Wasser zu laufen. Es ist möglich, dass Allah Ta'ala das Gewöhnliche, dass er für das Gewöhnliche eine Ausnahmeregelung trifft. Ja, eine Ausnahme, die quasi die Regel bestätigt. Aber der Gottesliebende, er verlangt als Wunder von Allah seine eigene Rechtschaffenheit. Er möchte rechtschaffen leben. Er möchte nicht außergewöhnlich leben oder Außergewöhnliches leisten, außer dass man in einer Zeit der Versuchungen selber rechtschaffen bleibt. Isa alaihi salam sagte, durch Gewissheit. Woher wissen wir, dass er das gesagt hat? Nun, Imam Ahmad überliefert diese Begebenheit. Aber wie ist die Überlieferungskette? In unseren Werken, unseren Propheten, in den Werken der Prophetenworte, ist immer eine Überlieferungskette mitgegeben, die, um etwas für authentisch zu befinden, lückenlos sein muss von ausschließlich vertrauenswürdigen und gedächtnisstarken Überlieferern, deren Überlieferung keiner anderen Überlieferung, die noch höher einzustufen ist, widerspricht. So in aller Kürze. Aber Isa alaihi salam,
Wo ist die Überlieferungskette für diese Begebenheit? Es gibt natürlich keine Überlieferungskette. Aber warum hat Imam Ahmad diese Begebenheit weitergetragen und von wem hat er sie weitergetragen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, berichtet von den Kindern Israels. Darin liegt keine Sünde. Und die Gelehrten, wie Imam Ahmad, sie kamen dem nach. Und es gibt eine Dreiteilung in Bezug auf die Inhalte. Es gibt Inhalte, die wir bestätigen. Yusuf alaihi salam, wie in der Bibel erwähnt wird, war ein Prophet. Sagen wir, dass er ein Prophet war? Ja. Warum? Eine ganze Sure ist nach ihm benannt. Das ist also bestätigt. Die Kategorie bestätigt. Haken. Und dann gibt es eine weitere Kategorie von Inhalten, die der Islam ablehnt und korrigiert. Ja, Schublade, Perspektive der Muslime, die korrigierende Perspektive durch gesicherte Quellen, die eindeutig sind. Und dann gibt es eine dritte Schublade und die ist sehr, 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 sehr groß von Inhalten, die weder einem islamischen Prinzip widersprechen, noch Inhalten, islamischen Inhalten, die feststehen, widersprechen. Aber wir können nicht hundertprozentig sagen, dass sich das so zugetragen hat. Aber wir dürfen dennoch davon berichten, weil der Prophet dies gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, berichtet von den Kindern Israels, denn darin liegt keine Sünde. Isa alaihi salam. Heute, subhanallah, ist wohl das wichtigste Fest. Viele vergessen das durch die Kommerzialisierung des Weihnachtsfestes. Ist das in Vergessenheit geraten? Aber Ostern ist noch, ja, steht noch über dem Weihnachtsfest aus der christlichen Theologie her betrachtet. Isa alayhi salam. Wer ist Isa alayhi salam? Allah Ta'ala sagt im Koran: Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Gewiss, das Gleichnis Isas, Jesu, ist bei Allah wie das Gleichnis Adams. Al-Jalalain, sie vergleichen, sie kommentieren diese Aya, dass der ungewöhnliche Isa alayhi salam mit dem noch ungewöhnlicheren Adam alaihi salam verglichen wird. Er erschuf ihn, Adam alaihi salam, aus Erde. Hierauf sagte er zu ihm, sei, und da war er. Dies ist die Wahrheit von deinem Herrn, gehöre daher nicht zu den Zweiflern. Isa alaihi salam ist erschaffen, wie zuvor Adam alaihi salam erschaffen wurde, wobei die Erschaffung Adams alaihi salam noch ungewöhnlicher ist als die Erschaffung Isas, alaihi salam. Deswegen sollte man nicht zu den Zweifelnden zählen und auch nicht verwundert sein aufgrund der Allmacht Allah Ta'alas. So ungewöhnlich, subhanallah. So ungewöhnlich. Nur noch Adam, alaihi salam, ist ungewöhnlicher von seiner Schöpfungsgeschichte her. Und wenn wir auf die Wunder, wenn wir die Wunder betrachten, die Isa, alaihi salam, zu wirken war, entsandt, dann werden wir auch staunen. Subhanallah. Allah Ta'ala sagt im Koran: وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ يَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Und er wird ihn schicken als einen Gesandten zu den Kindern Israels.
dem Volke Jakobs, alaihi salam, der auch Israel genannt wurde. Das heißt nicht für alle Menschen, sondern er hat einen zeitlich und örtlich begrenzten Auftrag gehabt, zu denen er sagen wird: Gewiss, ich bin ja mit einem Zeichen von eurem Herrn zu euch gekommen. Und hier werden drei Wunder, liebe Geschwister, erwähnt, bestätigende Wunder, die seine Wahrhaftigkeit bestätigende Wunder erwähnt. Und dreimal wird erwähnt, dass dies ein Zeichen Allahs ist, beziehungsweise, dass dies durch die Erlaubnis Allahs geschieht. Verzeiht, zweimal Zeichen und zweimal durch die Erlaubnis. Ja, das heißt, ist der Bezug auf Allahs Machtverleihung innerhalb dieses Wunders ist mehrfach erwähnt, ja, ist öfters erwähnt, als die einzelnen Wunder. Ja, Isa alaihi salam, er konnte aus Lehm einen lebendigen Vogel machen, durch die Erlaubnis Allahs. Und er konnte Leprakranke und Blinde heilen. Und er konnte sehen, was Menschen in ihren Häusern aufbewahrten und was sie aßen. Subhanallah. Also drei verschiedene Wunder werden hier erwähnt, aber viermal wird die Machtverleihung Allah Ta'alas erwähnt, und zwar in Bezug darauf, dass er ein Zeichen sendet den Menschen, dass Isa alaihi salam, Jesus, ein wahrhaftiger Gesandter ist. Das heißt, in Bezug auf die Schöpfung ist Isa alaihi salam nur hinter Adam alaihi salam stehend, von der Ungewöhnlichkeit her. Und den Koran als ewiges Wunder mit einbezogen, hat kein Prophet größere Wunder gewirkt als Isa alaihi salam. Subhanallah. Jetzt fragen wir uns, warum? Was war eigentlich seine Aufgabe? Weil wenn wir uns seine Biografie anschauen, er hatte keinen militärischen Auftrag, keinen politischen Auftrag, keinen Auftrag, Familienleben neu zu leben, dass er heiratete und Kinder bekam und ein Familienleben vorlebte, wie der Prophet es tat, sallallahu alaihi wasallam, der niemals Gewalt in der Familie anwendete, ja, niemals eine Frau schlug, niemals ein Kind schlug, niemals seine Stimme laut erhob, subhanallah. Isa alaihi salam, er sollte das alles nicht vorleben. Was war also seine Aufgabe, subhanallah? Seine Aufgabe war gewesen, die aufrichtige Beziehung zu Allah Ta'ala wiederherzustellen in einer Zeit, wo die Beziehung nur noch ritualisiert war. Rituale, Regeln, Rituale, Regeln, Rituale, Regeln. Aber wo ist der Ikhlas? Wo ist die Aufrichtigkeit? Wo ist die Liebe zu Allah Ta'ala? Wo ist die Ehrfurcht Allah Ta'ala gegenüber? Also die Taten des Herzens wiederzubeleben. Das war seine Aufgabe. Und er war ständig unter Menschen und hat ihnen irgendwie geholfen. Seelsorgerisch, ja, medizinisch, seelsorgerisch in Bezug auf die Erstärkung ihres Imans, ihrer Überzeugung. Ihnen Trost gegeben, ihnen Zuversicht gegeben. Subhanallah. Das heißt, sein Gottesdienst war nicht der Gottesdienst eines Mönchs, der sich zurückzieht und der sich nicht um die Menschen bemüht, sondern sein Kloster, wenn man das so sagen möchte, dieses Gleiches verwenden möchte, war die Gesellschaft. Sein Wirkungsort war die Gesellschaft. Und er wollte, sein Gottesdienst verwirklichte sich auch über den Dienst, nicht im spirituellen Sinne, aber indem er den Menschen behilflich war. Subhanallah, also Khidma. Es gibt einen Unterschied zwischen Ibadah, ja, dem Gottesdienst, und Khidma, ja, der Dienstleistung dem Menschen gegenüber. Und dieses Wort verwendete auch Aisha, Allah möge mit ihr zufrieden sein, als sie dem Propheten beschrieb, wie er sich zu Hause verhalten hat, sallallahu alaihi wasallam, ja, fi khidmati ahli. Ja, er war stets im Dienst, also in der Dienstleistung seiner Familie. Ja, im Deutschen kann das verwirren, ja, Dienst, ja. So, es gibt Ibadah und es gibt Khidma. Diese beiden Aspekte sind voneinander zu trennen. Aber Khidma, ja,
Die Dienstleistung den Menschen gegenüber, die auch die spirituelle, seelsorgerische, ist natürlich auch eine Ibadah. Ist natürlich auch eine Ibadah. Subhanallah. Isa alayhi salam. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'abuduh, hada siratum mustaqim. Das sind seine Worte, verewigt von Allah im Koran. Gewiss, Allah ist mein Herr und euer Herr. So dient ihm. So dient ihm. Und das ist der gerade Weg. Ja, wir sagen, ihdina siratal mustaqim. Ja, hada, ja, siratum mustaqim. Das ist der gerade Weg. Subhanallah, das war seine Aufgabe. Fünf Haupteigenschaften Allahs, liebe Geschwister, die jeder Muslim kennen muss. Und die, wenn er sie kennt, aus Liebe oder in Liebe, garantiert auch das Paradies betreten wird, laut den Worten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der dem Sahabi sagte, dass er durch die Liebe zu diesen fünf Haupteigenschaften Allahs oder zentralsten Eigenschaften Allahs das Paradies betreten werden wird. Das sind die Barmherzigkeit Allah Ta'alas, seine Einzigkeit, ja, es gibt nur einen Allah, seine Allmacht, und wer will, der Vereinfachung halber, kann die nächsten beiden Eigenschaften den drei zuvor erwähnten untergliedern. Nämlich seine Familienlosigkeit, in Bezug auf den Menschen ein Wort mit negativen Assoziationen, weil wir alle brauchen Familie, oder? Wir Menschen. Ja? Aber in Bezug auf Allah Ta'ala ist das konsequent, weil er ist einzig, also wie kann eine Familie haben? Er ist allmächtig, wie kann er eine Familie brauchen? Und er ist unvergleichbar. Ja, wer einzig ist, wer allmächtig ist, ist automatisch auch unvergleichbar. Nichts, was ihm gleichkommt. Weshalb er sich auch offenbaren muss. Weil ansonsten, wie können wir Aussagen über Allah Ta'ala treffen, wenn er doch unvergleichbar ist? Und wir Menschen, ja, unser Betriebssystem hier ist immer auf Vergleiche angewiesen. Wir brauchen immer eine Vergleichsgrundlage. Aber es gibt keine Vergleichsgrundlage für Allah Ta'ala. Weshalb wir der Offenbarung bedürfen. Und liebe Geschwister, dass wir diese fünf Haupteigenschaften in der vorvorletzten Sure ganz oft lesen, etwas, was kleine Kinder, alhamdulillah, schon sehr früh auswendig haben, wenn ich in Schulen, ja, über die Unnachahmbarkeit und Unverfälschbarkeit des Korans spreche, ja, dann gebe ich mal ein Beispiel. Ja, es sind muslimische Kinder in jeder Klasse. Und dann sage ich, hört mal gut zu. Qul huwa Allahu wahid. Dann gucken die Kinder so ein bisschen, ja, und sagen, Ahad. Ja, die Lehrer sagen dann, oh, weil die haben gemerkt, man kennt sich nicht. Aber das Kind hat mich quasi korrigiert. Warum? Weil das ist verankert, alhamdulillah. Diese fünf Haupteigenschaften Allahs, subhanallah, er gab uns eine Aqida mit, die zentral ist, weil letztendlich jede Religion außerhalb des Islams in Bezug auf diese fünf Eigenschaften eine andere Auffassung vertritt. Und damit geht eine Verantwortung einher. Ich darf euch zitieren aus einem Buch Karl Josef Kuschels, das ist einer der einflussreichsten Theologen Deutschlands und auch international aktiv. Und er spricht von einer Pluralität von Christusbekenntnissen im Neuen Testament. Also es gibt verschiedene Christusbekenntnisse, verschiedene Glaubenslehren in Bezug auf Isa alaihi salam im Neuen Testament. Und er sagt, dass das Neue Testament dies gerade zulassen will. Ja? Und er zitiert: Es ist bemerkenswert, dass der Koran die Kreuzigung Jesu Christi und der Aussage, er sei Sohn Gottes, nicht ablehnt, um das Evangelium für ungültig zu erklären. Ja, der Koran hat nicht gesagt, der Isa a.s. ist niemand und das Evangelium ist nichts.
sondern um die Christen in ihren Überzeugungen auf den richtigen Weg zu führen und sie ihre Meinungen überdenken zu lassen. Denn aufgrund desselben historisch differenzierten Befundes hinsichtlich verschiedener Christusbekenntnisse im Neuen Testament kann auch die koranische Christologie, also die Lehre in Bezug auf Isa a.s., nicht einfach am Christusdogma der alten Kirche gemessen und somit von vornherein als defizitär abqualifiziert werden. Auch diese Christologie, also auch das, was wir als Muslime über Isa a.s. sagen, das sind Kuschelsworte, hat ihr Eigenrecht. Und zwar nicht nur als Bestandteil eines eigenständigen historischen Dokumentes wie des Koran, jetzt nicht nur historisch gesehen, nach dem Motto jedem das Seine, sondern subhanallah, sondern für Christen auch aus theologischen Gründen. Die koranische Christologie erinnert sie an christologische Optionen. Das, was der Islam in Bezug auf Isa a.s. lehrt, ist eine christologische Option in ihrer eigenen Geschichte, nämlich dem Juden-Christentum. Das heißt, wir als Muslime, liebe Geschwister, wir sind im Erbe der Lehre Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der dasselbe verkündete wie jeder Prophet zuvor. Wir sind in einem Austauschauftrag, subhanallah, was auch von Christen anerkannt wird. Wir haben etwas zu geben, liebe Geschwister. Wir haben etwas zu geben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er gab. Und es gab eine Gesandtschaft aus dem Najran, eine sehr edle Gesandtschaft. Es wird überliefert, liebe Geschwister, Ibn Ishaq überliefert dies in seiner Sira, dass die Prophetengefährten danach nie mehr eine edlere Gesandtschaft gesehen haben. Da kamen 60 Reiter. Wir wissen, damals, glaube ich, haben die Muslime in Badr nur ein einziges Pferd gehabt. Und jetzt kam zu ihnen eine Gesandtschaft von Christen aus dem Najran, also aus Arabien, mit 60 Reitern und 14 Anführern, Entscheidungsträgern. Und die waren hochorganisiert. Es gab politische Anführer, es gab religiöse Führungspersönlichkeiten. Die einen kümmerten sich um die Rituale, ja, quasi der Imam. Und die anderen kümmerten sich um die Lehre, also der Alim. Ja, und dann gab es einen Reiseführer und einen Ratsversammlungsleiter und subhanallah. Also, ja, und die waren prächtig gekleidet. Es waren diplomatische Beziehungen. Der Prophet Muhammad hatte diplomatische Beziehungen geführt. Wo kamen sie denn unter in Medina? Wo waren sie? Bei welchem Sahabi waren sie zu Gast? Bei keinem Sahabi. Außer vielleicht in der zwischenmenschlichen Einladung. Aber wo übernachteten sie? Wo aßen sie? Wo diskutierten sie mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ja, sie diskutierten. Es gab drei Gruppen innerhalb dieser christlichen Gesandtschaft. Die einen sagten dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist Gott. Andere sagten, er ist Sohn Gottes. Und andere wiederum sagten, er ist Gottes Prophet, aber dich erkennen wir als Prophet nicht an. Wurde. Man hat sich ausgetauscht, man hat diskutiert, der Prophet lud sie ein zum Islam, aber keiner von diesen über 60 Christen wurde Muslim. Wo fand das alles statt? Wo übernachteten sie? Wo aßen sie? Wo besprachen sie sich? Ihr wisst schon, ja, in der Prophetenmoschee. In der Prophetenmoschee. Und welche anderen Grundbedürfnisse gibt es noch? Noch Grundbedürfnisse, bevor die Grundbedürfnisse kommen? Das Gebet. Wo haben sie gebetet? Denkt ihr, diese christliche Gesandtschaft war mehr als 3 Tage beim Propheten oder circa 3 Tage beim Propheten Muhammad zusammen, ohne dass sie gebetet haben? Ibn Ishaq
überliefert auch, sie beteten in der Moschee. Aber sie haben eine andere Gebetsrichtung eingenommen. Ja, also wenn das jetzt Mekka ist, dann haben sie sich nochmal in die andere, ja, Richtung Jerusalem ausgerichtet. Nee, Entschuldigung. Also Mekka war ja südlich von Medina aus gesehen und sie haben nordwestlich gebetet. Ibn al-Qayyim berichtet dies auch, bestätigt dies. Und der vorvorherige Großmufti Saudi-Arabiens, Mohammed Ibrahim, rahimahullah, er bestätigt dies auch. Haben in der Moschee gebetet vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber theologisch kamen sie nicht auf einen Nenner. Weder wollten sie den Tauhid annehmen, noch wollten die Muslime eines ihrer drei Optionen annehmen, dass die Option einer Trinität oder einer Prophetenschaft ohne die Prophetenschaft des Propheten Mohammed auch gleichzeitig anzuerkennen, sallallahu alaihi wasallam. Und die Trinität, wie gesagt, mit ihrem Schwerpunkt Gott selbst bzw. Gottes Sohn. Es gab keine Einigung. Es gab zwei grobe Wahrheitsansprüche, ja, wobei der eine, wie gesagt, nochmal in drei Teile untergliedert war, der Wahrheitsanspruch der Christen. Was hat das bedeutet, liebe Geschwister? Lesen wir dann in unseren Quellen, wie einige Leute das gerne hätten, ja? Und das war der letzte Tag der Christen in Medina. Lächerlich. Ja? Sie schlossen einen Friedensvertrag, das war das Ende gewesen. Und das war's. Subhanallah. Wir können miteinander leben. Wir können miteinander leben. Wir müssen nicht nur nach Abessinien schauen, wo die muslimischen Prophetengefährten, was war es gewesen, gute 13 Jahre gelebt haben, ja, circa 6-7 Jahre vor der Auswanderung nach Medina und 6-7 Jahre auch nach der Auswanderung nach Medina gab es eine muslimische Minderheit in Abessinien. Aber wir müssen nicht sagen, ja, wir können als Minderheiten irgendwo leben, weil damals in Abessinien war es auch so gewesen. Ein Miteinander ist möglich, wenn wir in der Minderheit sind. Nein, ein Miteinander ist auch möglich, wenn wir in der Mehrheit sind. Wenn wir Machthaber sind, dann löschen wir nicht andere aus, sondern wir sind auf Frieden bedacht. Drei, vier Dinge möchte ich noch hervorheben, liebe Geschwister. A, der Prophet Mohammed hat mit den Juden in Medina einen schriftlichen Vertrag gehabt. Und es gab ein Miteinander innerhalb dieser Machtsituation der Muslime. Und als Ostafrika, Ägypten, als Muslime dort an der Macht waren, haben sie auch Friedensverträge geschlossen. Und subhanallah, ein Friedensvertrag, der circa 600 Jahre Bestand gehabt hat, der lediglich vorsah, dass Christen Fleisch liefern und Muslime Ware in Entsprechung. Das war's. Und gute 600 Jahre haben Christen in Ostafrika noch die Mehrheit dargestellt. Wer ein bisschen Geschichtskenntnisse hat, liebe Geschwister, der wird wissen, dass es Hetze ist, was medial verbreitet wird über den Islam, damals wie heute. Subhanallah. 600 Jahre lang Bevölkerungsmehrheit christlich in Ostafrika. Bei einem Friedensvertrag, der lediglich Warentausch vorsieht. Keine Steuern. Subhanallah. Und das ist ein großes Ausrufezeichen, gleichzeitig, wenn irgendein Raptor, irgendein Fleischfresser sich hätte an den Christen vergreifen wollen, wer hätte sie beschützen müssen? Die Muslime. Das ist Teil ihrer Friedensverträge, Subhanallah, Teil unserer Friedensverträge. Das heißt, der berühmte Ausspruch, ja, ich teile zwar nicht deine Meinung, aber ich bin bereit dafür zu sterben, dass du sie haben kannst. Ja, Subhanallah, das ist das, was Muslime vorgelebt haben. Ibn Hazm hat gesagt, da wo ein Vertrag besteht, und Muslime diese Menschen nicht beschützen, wenn sie angegriffen werden, dann verraten sie
den Vertrag mit Allah Ta'ala und seinem Gesandten. Und Ibn Taymiyyah, als er mit einer Gruppe von Muslimen freigelassen worden war von den Tataren, hat er gesagt, wir können das nicht annehmen. Die Juden und Christen, die ihr gefangen genommen habt, die müssen auch freigelassen werden, weil wir haben mit ihnen einen Vertrag. Ihr könnt uns nicht freilassen und gleichzeitig nicht auch die Juden und die Christen. Und subhanallah, dann wurden die Juden und Christen auch von den Tataren freigelassen. Aufgrund dessen, was Ibn Taymiyyah gesagt hat. Und sie gesagt haben, okay, ist ja super, okay, kein Problem, nehmt. Ja. Das ist möglich, liebe Geschwister. Und das ist unser Standard, subhanallah. Isa alayhi salam, der also für Klarheit und auch Erleichterung zu sorgen hatte, wie Allah Ta'ala im Koran sagt. Wie gehen wir jetzt damit um, liebe Geschwister? Allah Ta'ala hat im Koran festgehalten, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ جَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Und wenn Allah wollte, hätte er euch wahrlich zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Aber es ist so, damit er euch in dem, was er euch gegeben hat, prüfe. So wetteifert nach den guten Dingen. Das heißt, Allah Ta'ala hat zugelassen, das ist sein universeller Wille, dass Menschen eine Wahlfreiheit haben bezüglich ihrer religiösen Überzeugungen. Belohnen tut er das, was ihm wohlgefällig ist. Aber dennoch lässt er es zu aufgrund seiner Weisheit, damit die Menschen erst überhaupt eine freiwillige Entscheidung treffen können. Sonst wären wir doch wie Tiere, die ihren Instinkten folgen. Dasselbe hat Allah Ta'ala auch, hat er bereits getan, erschaffen können in Bezug auf eigenwillenlose Geschöpfe, die Engel sind. Die Engel sind natürlich immer gehorsam, aber sie haben auch keinen Eigenwillen, gegen den sie vorgehen müssen. Und Allah Ta'ala sagt hier, es ist also so, ein Gesetz in diesem Universum, in dem wir zumindest leben, es gibt noch viele andere Universen, von denen wir wahrscheinlich ja, nie was wissen werden, dass nicht alle Menschen dieselben Glaubensauffassungen haben werden. Aber wetteifert in den guten Taten. Fastabiqul khayrat. Sibaq, im Sinne von Wettrennen. Seid zuerst da. Macht das zuerst. Wetteifert. Denn ihr werdet zu Allah Ta'ala zurückkehren und er wird euch kundtun, worüber ihr uneinig zu sein pflegtet. Wir müssen also Gutes tun, liebe Geschwister, und wir müssen in einem Wettbewerb stehen, Gutes zu tun. Und subhanallah, wenn wir in uns gehen, selbstkritisch, wir sehen sehr, 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 sehr viele inspirierende Christen, die sehr viel Gutes tun, die sich engagieren bei Ärzte ohne Grenzen, oder in humanitären Hilfsorganisationen oder in der sozialen Arbeit. Subhanallah. Viel Gutes, was wir sehen. Das sollte uns inspirieren. Sagen, oh, Moment, das ist doch ein Wettbewerb. Allah Ta'ala wollte doch, ja, dass wir in einem Wettbewerb stehen. Dass wir Gutes tun. Dass wir auf Nummer 1 in dieser Rangliste sind. Dass wir dafür bekannt sind, Gutes zu tun. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, zusammen für Frieden in der Gesellschaft sorgen, ist sehr, sehr wichtig. Vor 1,5 Jahren hat sogar die Bundesregierung selbst gewarnt, auch im Hinblick auf die östlichen Bundesländer, dass Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, Islamfeindlichkeit wurde nicht beim Namen genannt, aber mit den angrenzenden Begriffen umschrieben, den sozialen Frieden in diesem Land bedroht. Und Dr. Jürgen Miksch unter anderem sagt, dass die Islamfeindlichkeit in Deutschland auch das politische System an und für sich bedroht.
Ja, Stichwort AfD, die hier nochmal 1932 etablieren wollen. Ja, und was danach kommt, kommt eben danach. Und dort haben wir einen Auftrag, liebe Geschwister, mit anderen Institutionen und Einzelpersonen in der Gesellschaft zusammen für sozialen Frieden zu sorgen und auch ein Symbol nach außen zu setzen. Denn wir kennen unseren Alltag. Alles läuft eigentlich gut. Ganz ehrlich, alles läuft gut. Aber diese ganze Scharfmacherei in den Medien vermittelt manchen Menschen, die vielleicht keinen Kontakt zur muslimischen Gemeinde haben, dieses Bild, dass hier alles schlecht wird, schlecht ist und noch schlechter wird. Deswegen müssen wir auch zusammen mit unseren Partnern aus der Zivilgesellschaft, aus den Kirchen, Individuen zusammenstehen, um zu zeigen, dieser ganze Parallelgesellschaftsvorwurf, der stimmt nicht. Ja, und diese ganzen Negativzuschreibungen auf Muslime, die stimmen nicht. Alhamdulillah, heute hat der Münchner Kardinal Reinhard Marx auch Christen zum Widerstand aufgerufen und hat gesagt, wo Hass und Gewalt gepredigt werden, dann müssen wir als Christen Nein sagen. Ja? Ohne den Willen, den anderen anzunehmen, ohne Wohlwollen und das Element der Freundschaft, gibt es keinen wirklichen Zusammenhalt, sagte der Kardinal. Sicher werden sich nicht alle auf einen solchen Weg einlassen. Aber wenn wir Christen es nicht tun, wer sollte einen solchen Geist in diesem Land voranbringen? Das sind auch selbstkritische Worte in die eigene Gemeinde gesprochen. Und solche Menschen sind wichtige Partner, solche Institutionen, liebe Geschwister, sind wichtige Partner. Und ihr kennt unsere Broschüre über das nachbarschaftliche Miteinander, ja? Voller Koran und Ahadith zum Thema sei ein guter Nachbar. Und der Nachbar ist der Nachbar. Es muss nicht der muslimische Nachbar sein, es ist eben der mit einem zusammen lebt. Und das müssen wir mehr nach außen tragen, liebe Geschwister, gerade in dieser schwierigen Zeit. Alhamdulillah, verfolgt auf unserer Homepage auch die Angebote, die Bildungsangebote, die Aktionsangebote. Die katholische Kirche hat eine Veranstaltung zum Thema Islamfeindlichkeit. Die evangelische Akademie hat eine Veranstaltung zum Thema Islamfeindlichkeit in den nächsten Tagen. Und dort, wenn ihr ein Krankenhaus betretet und seht, es gibt islamische Seelsorge, oder ihr könnt in einem Gebetsraum beten und dort Masahif vorfinden und aus dem Koran lesen, dann deswegen, und das habe ich selbst begleitet, diesen Prozess, weil die katholische und evangelische Kirche in Frankfurt sogar Geld dafür bezahlt hat, die muslimischen Seelsorger auszubilden, ja, und dann die Kooperation mit den Krankenhäusern zu ermöglichen. Ja? Alhamdulillah, wir sollen auch diese guten Aspekte anerkennen, weil wir ansonsten, oder erstmal diese wahrnehmen, weil wir ansonsten auch vielleicht hoffnungslos werden. Wir denken, oh, es sind alles nur schlechte Menschen. Nein. Es gibt sehr viele Menschen, denen stinkt es, wie hier in diesem Land gehetzt wird gegen Minderheiten und im Bezug auf Muslime im Speziellen. Und das sollen wir anerkennen. Das sollen wir anerkennen. Wie schön, dass wir Kinder haben, die uns daran erinnern, wie wir Allah Ta'ala zu bitten haben. Ja? Mit Hoffnung, mit Beständigkeit. Ja? In der Gewissheit, ja, dass geantwortet wird. Ja? Mit richtigem Ikhlas. Nicht nur so, oh, ich will, sondern oh, ich will, ich will, ich will. Ja? Alhamdulillah. Deswegen hat der Prophet Muhammad wahrscheinlich auch Kinder in der Moschee zugelassen. Ja? Alhamdulillah. Diese Broschüre übrigens, ja, inhaltlich sehr, sehr wertvoll, gibt es bei uns im Infoladen und die gibt es sowieso auch im Infoladen. Ja Allah, ja Mujib, ja Rahman, ja Rahim. O Allah, wir bitten dich um Licht in unseren Herzen. Bitte vereinige die Umma, o Allah, in ihrem Herzschlag und in ihrem Handeln. Und bitte vergib uns, o Allah, unsere Sünden und den vorangegangenen Glaubensgeschwistern, o Allah. Und lass uns dein Licht weitertragen zu all denjenigen, in denen du Gutes siehst. O Allah, bitte sei uns barmherzig, lass uns aus Liebe dir gegenüber beten und aus Verständnis und Vertrauen in dich, O Allah, uns an deine Gebote halten und lass uns gute Nachbarn sein, O Allah, lass uns das Gute vorleben, lass uns dazu einladen. Allahumma Amin. O Allah, für all die notleidenden Menschen, die vertrieben worden sind, aus ihren Heimstätten, die bekriegt werden, die gefoltert werden,
die gefangen gehalten werden, die gequält werden, die hungern, die dursten, die krank sind und Behandlung brauchen und die Heilung kommt von dir, O Allah. Bitte schenk all diesen Menschen deine Barmherzigkeit und erleichtere ihnen ihre Angelegenheit und nimm diese harten Prüfungen von ihnen, O Allah. Und lass uns ein Instrument deiner Hilfeerteilung sein. Lass uns wirken gemäß dem, was dein Wohlgefallen erlangt, O Allah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.